Oh nein, was ist das schon wieder? Na, was? Was für ein Bullcrap kommt jetzt hier? Das wird mir nicht gefallen, ne? Es wird mir überhaupt nicht gefallen, oder? Was ist das? Santa Lumia nutzt die Kraft des Dämonen, das sie jetzt um mächtige Angriffe zu entfesseln. Eine Warnung zeigt die Reichweite des Strahls am Weg einer Einheit aus dem Gefahrenbereich, um großen Schaden zu vermeiden. Okay, ich bin ganz ehrlich, das ist. Ja, aber sie kann sowieso niemanden treffen, ne? Das. Oh, Gott sei Dank. Aber ich glaube, die Situation wäre gut gegangen da oben. Ah, und jetzt kommen die alle, sehr gut. Okay, ich bin ganz ehrlich, einfach nur aus der Reichweite zu bewegen, da finde ich, ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Ich habe jetzt mehr, je nach, ich habe jetzt schon irgendwie damit gerechnet, irgendwie so was wie, oh, jeder Raum, den du dich befindest, explodiert. Ne? Ich habe mit was viel Schlimmeren hier gerechnet. Ne? Aber wenn ich dich erledigen könnte, ne? Danke. Okay. So, diese Totten ist auch in Ordnung. So, ein Crit und ein Crit und ich wäre trotzdem noch am Leben gewesen. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Schaden das jetzt macht, ne? Aber das sieht trotzdem noch sehr viel chilliger aus als hier so eine blöde Lawine, die mich die ganze Zeit zum Anfang jetzt zurückschießt, ne? So, kann ich jetzt einfach hier reingehen und dich kaputt hauen? Ich sehe gerade diese komischen Typen. So, perfekt. Und das hier erledigt. Ja. Das geht in diesem Schwarzraum jetzt einfacher als gedacht. So, jetzt wird er mich leider treffen, aber ist okay. Er kann ihn auch mit ein. Nee, schade. Passt. So, ich pack dich mal herunter, ne? Was ist das denn hier? Hallo? Oh, aber ich treffe nicht, weil er da. Oh, Magier habe ich ja nicht. Verdammt. ich könnte den ja benutzen, werde ich auch, glaube ich, ne? Sonst kriege ich den nicht getroffen. Wie sind sie immer noch auf Level 14? Ich glaube, ich werde hier. Wenn ich irre, dann sind hier, ja, hier sind einige gute Dinger zum Auffüllen. Sie war so tief unten. So. Seglinde, warum ist meine legendäres Schwert so viel schwächer als weil er mit seinen magischen Dingern stärker ist, ne? So, ich mach den ja. Windnarbe. Oh. Ja, weil der Typ ist voll nervig zu treffen, wenn eine Säule ist. Er ist ein verlogener Dieb, das heißt, er bekommt noch mehr Ausweichen. Ne? Also, ne, dann lassen wir mal lieber. So. Uff, ich meine, wenn du ihn einmal kritten würdest, ne, das wäre super. Komm. 43%. Jop. Ich glaube, du musst ihn aber nochmal kritten, ne? Ja. Kein Ding. So, mit Sandsturm. Und hat 14 Schaden. Sehr cool.
Ist ja lecker da oben am Fliegen, also ich habe drauf geachtet. So, und dann holt sich Madeleine den, wenn sie trifft. Ja, versuchen wir. 67% zweimal. Zack. Cool. Sehr gut. Aber eigentlich hier alles, solange wir ja die Tür da nicht aufmachen, ne, kann ja eigentlich nichts kommen und uns angreifen, ne, außer die man die Türen kaputt, ne. Und da ist halt hier relativ chillig im Moment. So, hier, hier müssen wir natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? So, ach, ich habe ja gar nicht den Sonnenbogen gegeben. Bist du Erzritter? Alles klar, krieg ich dich auch hier mit? Nein. So, wie mache ich das jetzt? Ich nehme jetzt mal an, das macht eine Menge Schaden, ne? Von daher tun wir mal einfach hier so uns in Sicherheit bringen, ne? Ich meine, legen wir den Bogen ein. Sieht denn der überhaupt aus? Cool. Zack. Ein bisschen altmodisch aus. Sind irgendwie jemand gerade so zusammengebastelt. So. Ich bewege mich einfach mal aus der Reichweite von dem Zeug. Natürlich gut, wenn meine Gegner auch davon getroffen werden, aber nee. Das wäre doch mal cool, ne? Ein Gegner von solchen Sachen irgendwo beeinflusst werden. Ah. Man kann der Erzritter relativ viel machen, irgendwie nicht, ne? Der Mann, der ist so blöd und geht wieder auf meinen Hauptcharakter los, ne? Du kannst dich hochheilen. Okay. Ich dachte, weil ich meinen Hauptcharakter heilen würde, dass ich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte hier bekommen würde, aber ne. So. Was sind Feuerwerke? Naja, ist erst in einem halben Jahr, Leute. Aus dem Weg. So, oh, geht echt. Geht sogar auf der Fall los. Da verstehe ich jetzt auch schon wieder nicht, ne? Hätte aber lieber auf meinen Hauptcharakter losgehen können, ne? Da hätte aber gar keinen Schaden bekommen. Weiß nicht, wie die KI so weit entscheidet. Das ist noch nicht das Ende. Nein, noch nicht. So, noch keine Verstärkungstruppen. Ich bin sehr nervös gerade. Ich will hier, mein Gott. So Dingens hier, du hast das gar nicht hier. So, ich mach das so. Momente, Supports und so, ne?
Nur jetzt auf sie aus. Sofort Level up, Level up. Sehr gut. Oh, sehr gut. Man soll langsam hochheilen, ohne wirklich irgendwie Heilung benutzen zu müssen. So, die Situation ist erledigt. Hier sind wir eigentlich auch schon relativ fertig. Bin sehr nervös. Wo kannst du hier mit nichts? Aber da ist trotzdem ein Eingang. Ja, machen wir den. Bonk. Bonk. Der hat zwei Lebensbalken. Ich habe gerade schon gemerkt, ja, alle Drachen hier haben zwei Lebensbalken. Ah, kannst du ihn down? Mit ihr am liebsten down kriegen. Versuchen nicht zu kitten, Anna. Danke. Ich mit dem ersten Schlag weg. Mit dem ersten Schlag weg. Der Pool. Oh Gott, da wird eine Menge Schaden anrichten. 141. Dreifacher Schaden plus Verteidigung. Dazu noch gerechnet. Ja. So. Jetzt kann ich ja natürlich dahin gehen, ne? Aber als ob mich das Spiel damit durchgehen lässt, ne? Sofort mit irgendjemandem da? Nee, ne? Mal eine Faktur hier noch benutzen. Soll ich das hier schon aufbrechen oder nicht? Ich warte noch ein bisschen, ne? Aber genau das ist irgendwie das, was mich hier irgendwie wahrscheinlich hier Kapitel kosten wird, ne? Pass auf. Aber trotzdem. Ich bin überrascht, dass Anna und John irgendwie keinen Support haben. Ne? Die haben keinen Support. Würde irgendwie Sinn machen, ne? Von der Altersgruppe her, ne? Aber ne. Ich nehme an, weil Anna irgendwie erwachsener für ihr Alter ist. Was war das? Da war ein Dieb, ne? Ich wollte wetten, dass das ein Dieb war. Und die schließen das Ding jetzt hier auf, ne? Pass auf. So, ist hier jetzt ein Dieb? Ich meine, wenn der Dieb von hier kommt, ne, dann ist das natürlich voll chillig. So, hör mal du, ne? Glaubst du aber selber nicht, ne? Ich box dich hier hin. Lass mal kaputt. Dämpft die Rolle. Dich. Dich. Alter. Hab ich noch nie gesehen. Entschuldige, was? Oh, das heißt, sie kommen unendlich.
Warum denn schon wieder so ein Mist? Ich habe mir keine Erfahrungspunkte gegeben. Ja, das heißt, die werden jetzt die ganze Zeit da rausgeschossen kommen, ne? Das ist ja natürlich wieder super, ne? Und das schon so früh auch noch. Ne? Das ist natürlich hier reingegangen, ohne irgendwie. Versuch, ne? Gar nicht so viel Schaden, der Typ. So. Okay, wir müssen da durchbrechen. Mal schlimmer als das kann er ja wohl nicht sein, ne? Dass hier noch, wenn ich starken Truppen wieder kommen, ne? Also wir müssen hier durch, wir müssen hier schon durch. So, 26, 27, alles klar, er hält das aus. Jetzt habe ich natürlich hier wieder voll. Kannst du angreifen, nachdem du durchbrochen hast? Nein, Mann. Wenn ich sie da einpacke, ne? Wird das ja wohl 40, 45, 44. Warte mal, sie kann doch Sachen kaputt hauen, ne? Was ja Ike hat, ne? Silberlanze, Silberschwert. Oh, aber er wird mich dann treffen, aber macht ja keinen Unterschied, ne? Machen wir den ja, ne? Geht ja nicht, Mann. Mhm. 45, 40. Ich meine, ich kann den ja machen, ne? Wenn er das Ding kaputt hauen könnte, ne? Wie kann er das Ding kaputt hauen? So, ich habe damit gerechnet, irgendwie das jetzt hier irgendwie auch passiert, nachdem ich das aufmache, ne? Aber ja, sie sind hier auch gut aufgehoben. Ich mache aber trotzdem den hier, ne? Der war auch cool, ne? Aber also nicht, dass jetzt schon Verstärkungstruppen kommen. Mir keine Erfahrungspunkte geben, ne? Wenn ich ja wieder schön meine Zeit verschwende. So. Da ist die jetzt hier aufgetaucht sind, ja. Auch schon. Was du einfrieren. So. Ja, ich habe keine Lust auf diesen Dieb, ne? Ja, glaub mal, ich habe keine Lust, mich mit denen zu kloppen. Von daher, ich habe keine Lust, dass der die Tür da aufmacht, ne? Bevor ich da hinkomme. Perfekt. Das heißt, wir machen den jetzt platt.
So, haben wir die Geschichte schon mal erledigt, ne? Und ja, das fand ich, ist eine super dämliche Sache, ne? Nein, 15. Ah, ne, 20, ne? Oh. Da fand ich, war schon immer eine super dämliche Lösung hier, ne? Ja, lass uns einfach hier Charaktere reinpacken, die irgendwie kein Erfahrungspunkte geben, ne? Bloß nicht irgendwie so als Bestrafung dafür, dass man irgendwie den Spiel, dass der Spieler irgendwie Erfahrungspunkte sich irgendwie einfleibt oder so, ne? Schon immer dämlich. Diesmal auf der rechten Seite, alles klar. Da, jetzt geht der eine auf ihn los, ne? Ja, okay. Ist das nicht so tragisch, ne? So, da kommt der erste. Ich habe keine Brechwaffen, ne? Da wäre schon wieder für mich hier wieder voll aufgegangen gerade, ne? Ja, da wird euch gleich alle wehtun, ne? Pass auf. Ja, ausgerechnet er macht keinen Schaden. Der Krieger hier. Ja, was geht? Sehr. Lives Stimme immer in den Angriffen, ich verwechsel das immer irgendwie mit irgendjemandem. Ich denke immer, das ist irgendjemand anders, ne? So, der Charakter, mit dem der gerade angegriffen worden ist, ne? Aber und ich meine, warum ist die Stimme immer so komisch? Ne? Ey, das ist live. Cool. Sehr cool. Oh ja, sehr gut. Oh, 16. Wie hat's denn das schon wieder gemacht? War sie nicht noch voll unterlevelt? So, er kann jetzt natürlich nicht angreifen. Da, ja, bitte sagt mir jetzt nicht, die kommt jeden Zug. Ne, das wird mich voll nerven gerade. Gott sei Dank. So, erstmal machen wir gegen den bisschen Schaden. Oh, mit Sandsturm. Oh. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Krass. So, ich meine, ja, er kann sich nicht bewegen, aber so, und da ist nur einer, so ein Typen. So, ich muss sowieso keine Gedanken machen, wen ich hier mit wem kille, ne? Zum Kotzen, ne? So, kann ich dich kaputt hauen? Hast du mir überhaupt Schaden? Nö. Ah. Oh nein. Er ist zu mächtig. Ah, du machst keinen Schaden mit dem Flammending, sehe ich da gerade. Ja. Den ja. Hat jemand nach einem Kipp gefragt? Warum? Weil wir gerade von Devil May Cry sprechen, ne? Ihr Kill, dieser kritische Treffer, sieht auch aus wie dieser Move von Virgil. Aber wie mache ich das jetzt hier?
eigentlich Schnuppe, ne? Lass ihn kaputt hauen. Ja. Er klang irgendwie, als hätte er irgendwie was voll Schweres auf ihn geworfen, ey, so ein Anker oder so. Weiß ich, wieso hat gerade so komisch klang. So, ihr macht sie ja nicht kaputt. Naja, nee. Boah, die Viecher waren auch mal stärker, ne? Die waren so viel gefährlicher, als sie noch irgendwie jeder meiner Charakter gewonnen haben, ne? Was aber auch daran lag, weil halt, ne? Meine Charakter damals nicht so viel abhier hatten, ne? So, warte mal, kriegt sie jetzt trotzdem einen Geschwindigkeitsschub? Ja, cool. Ja, also ich kann ihre Geschwindigkeit hochballern, ohne irgendwie mit ihr irgendwie, weil nicht hier. Okay, hier muss ich aus dem Weg gehen noch. Also ich kann ja, ich kann sie hochleveln, also ihre Geschwindigkeit, ohne irgendwie ja, wie blöd, irgendwie Erfahrungspunkte zu geben. Ich finde das gut, dass ich hier jedes Mal mich um eine Seite so kümmern, ne? So, kriegst du, ich habe es vergessen, kriegst du auch Dingens hier? Mal warten wir erstmal. Ich bin ja schon wieder hier, dich. Ist ja egal. Da sind ja nur physische Einheiten. Ist auf ihn, ja? Also, da ist er. Ach, hier muss ich mich auch noch aus dem Weg wegen. Nein. Ja, du hast doch einen Hammer, ne? Ja. Okay, je nachdem, wie viel Schaden das macht, ne, kann das jetzt hier. Ich kann mich auch gar nicht rausbewegen, Mann. Ah, oh Gott, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Deinen Schaden auf einmal hier los. Oh, warte mal, jetzt habe ich glaube ich Dings hier. Oder Ratniel. Ah, jetzt habe ich sie ja versperrt. Ah. Jetzt Helmet aus. Uff. So, aber damit zu treffen, das ist die Super Axt hier. Wenn du damit triffst, ne? Ah. So, jetzt kommt es natürlich wieder an, darauf an, wie viel Schaden das Zeug hier alles macht, ne? Ich meine, ihn kann ich hier noch rausbewegen, ne? Wo alle anderen. Also alle anderen sind eigentlich nur Anna. Soll ich einfach reingehen? Ne. Da kommt jetzt natürlich wieder darauf an, wie viel Schaden das hier macht, ne? So, ich kann mich nicht erinnern, aber kriegen die hier Band leistend gefüllt? Ich glaube nicht, ne? Doch. Hey, dann haben die Dinger wesentlich ihren Nutzen. So, und ich vergesse es immer, aber er kann ja sich selber ein. Was ja auch cool ist, ne? So. Also die beiden haben relativ viel HP, ne? Ich wäre ein bisschen mäß gelaunt, wenn ich jetzt gleich hier hingehe und 40 Schaden. Geht es ja in der Verteidigung von 13? What? Hm.
Ihn könnte ich erledigen, ne? Aber dann sag ich mal jetzt den hier, ne? Und dann mache ich die Drachenader. Wenn wir das überleben, ne? So, da kommt sogar vor meinem Zug. Okay, das war jetzt sehr viel weniger, was ich gedacht hätte. Ich nehme an, das war Magieschaden, weil Ivy relativ wenig Schaden bekommen hat. Ich nehme an, das ist Magieschaden, ne? Komm bitte, treff damit. Boom. Ja, ist voll nervig, wenn man eine super starke Waffe hat, ne? Mit Gegner greifen einen an, wie blöd. Lange gebraucht, um das Teil zu werfen. Ey, yo, was geht? Ja, greift die Person an, die ich mit einem Schlag one-shotten kann, wenn sie trifft. Das ist wie so eine Waffe von Monster Hunter oder God Hand oder irgendwie so, nee, nicht God Hand, das ist God Eater. Mein Gott. Ja, das wird irgendwie aus den Knochen von irgendeinem Monster oder von dem Schweif von irgendeinem Monster oder so gemacht. So, Diebe. Jetzt ja auf den Arm nehmen. Kommen noch mehr Diebe. Ich habe meinen Schuss schon verballert. Denkst du eigentlich, ob du ja machst, ne? Der passieren? Wahrscheinlich habt ihr schon passiert. Ne, jupp. Ah, ich bin nirgendwo in der Nähe mit denen. Ich muss hier rein, dich erlegen. Kriege ich dich? Hast du nicht eine Orkanax auch? Glaube ich, die ich habe die andere gegeben, ne? Aber du hast ein okay, dann wird aber auch nicht reichen. Die werden mich da sowieso ignorieren, ne? Ja, ah, schlimmste ja. Außer Reichweite. Boah. John hat die Schnauze voll. Ich habe jemanden getötet. Boah. Jetzt bin ich ein echter Mann. So, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass Roy, Diamant und Alfred, die voll aus der Reichweite sind. So, war die das Beste, was ich hier machen konnte? Ich fange an zu glauben, nein. Muss wahrscheinlich gleich Mikaya einsetzen. Aber erstmal wieder treffen mit dem Teil, ne? Ihre Trefferquote, ne? Die bringt mich nur ins Grab. Du hast so ein Hammer, ne? Warte mal, bitte kaputt. Wie ist sie schon wieder auf Level 16? Also sie nicht gerade noch Level 14? Wie machen die Charaktere das? Wir kommen halt irgendwie nie mit. So, wenn ich dich ein paar Mal haue, ne? Warte mal. Sie kann auch Charaktere schwächen, ne? Jeder Coin, ne? Kann der Gegner schwächen.
So. Also er muss so oder so jetzt sterben, ne? Also mal so erstmal. Sehr gut. Dann kann man Madeline da unten bei den Demon schicken. Die werden sie dann wahrscheinlich sowieso ignorieren, aber sie schon mal hier, ne? Kümmert sich um die. Ja, die ignorieren wir. Wir werden die ja so schnell wie möglich erledigt kriegen, ne? Ich glaube, die bewegen sich alle nicht, ne? Ja, was irgendwie das Kapitel voll einfach macht hier, also die Ebene da. So, jetzt auch schon wieder Level 16. Wie machen die das? So. Jetzt kann ich nämlich hier mit euch, mit ihr hier das Ding wieder hier hochleveln. So knapp, ne? Hat irgendjemand so einen Move, womit man schieben kann? Irgendjemand so ein Schiebemove, irgend so was? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja Tanzen, ne? Da könnte ich den Dieb erledigen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den erledigt krieg, ne? Langbogen 29 Geschicklichkeit, ne, will ich gar nicht, den will ich gar nicht down kriegen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den hier down krieg schnell genug. Genau, schnell genug. Ich könnte ja auch schnell irgendwie die Tür da öffnen, ne? So. Ich werde wahrscheinlich tanzen müssen. Ich sag da, glaube ich, jedes Mal, ne? Und da mache ich es am Ende doch nicht, ne? Aber weiß nicht, wofür ich dort tanzen noch gebrauchen könnte, ja, ne? Lumera, ich meine, die ist super stark, habe ich gerade gesehen, aber weiß nicht. Oh, sehr geil. Ich habe mir gerade so gedacht, ne? Jetzt so ein Crit, ne? Wird schon so ein bisschen die Sache vereinfachen. So. Brauche ich noch tanzen? Nee, ne. Boah, jetzt macht sogar sie Schaden gegen die. Etwas Glück krittet er und die Sache schon zu Ende, ne? Schon vorbei. Oh, danke, Schwesterchen. Oh, nice, übernehme ich. Hätte mich trotzdem noch mal angreifen können. Oh nein! Oh. Was ist eigentlich? Ich bin dein Gott. Mehr oder weniger. So, jetzt sehe ich gerade noch ein bisschen Heilung. Wir müssen jetzt hier durch, ne? Ich mache erstmal Dinge kaputt, was ich nicht kaputt kriege. Hab ich da hinten? Nee. Okay. So, sammeln. Ach, von Chrom. Oh, das finde ich jetzt aber ein bisschen zu. Ist mir zu, ne, die Ability ist mir irgendwie zu broken. Ganz ehrlich bin, wenn ich dem mich da unten eingeholt haben, dann bin ich schon in der Welt. Nein, es können mich die Diebe hier angreifen und voll fertig machen oder auch nicht, weil sie keinen Schaden machen. So, und ja, die ignorieren mich vollkommen. Dämlich. Bei uns ja auch noch welche. Und die kommen jetzt die ganze Zeit, ne? Super. Wir müssen uns beeilen. Mach mal das Ding auf. Oha. So, solange wir die so schnell wie möglich erledigt kriegen, ist alles okay. Ich könnte eigentlich, ne? Selkov.
Jetzt bin ich aber schon zu weit weg von den blöden Säulen. Ich hätte Zelk auf jeden platzieren können. Jetzt dann die alle gekümmert. So, kriegen wir die erledigt hier. Ich würde schon fast sagen, ja, ne? Ach man. Ja Mann, wie bist du die ganze Zeit außer Reichweite? Haha. Ja. Sagen wir die alle, ich kriegen, ne? Sagen wir, ist okay. So, ich meine, versuchen, ne? Versuchen wir mal zu treffen. Einmal, zweimal. Cool. Der Versuch hat sich ausgezahlt. So. Der Langbogen hat eine gute Reichweite. Ja, da bringt den aber nicht um. War übrigens voll gefährlich, Mann. Mach den fertig, du wirst ihn aber treffen, ne? Ja. Wollen wir schon aufsparen, damit er heilen kann, ne? Aber wenn nicht so funktioniert. So, dann haben wir die Diebe auch erledigt, ne? Dass wir nur die ganze Zeit hier durchrennen, während hier von hinten diese ganzen Leute kommen, ne? Ich nehme an, der Plan sollte eigentlich gewesen sein, dass man hier jemanden hinschickt, ne? So mit zum Abfangen hier, ne? So, wer kommt denn da jetzt mal alles raus? Erzritter, cool. Wahrscheinlich jetzt jeden Zug, ne? 40, 42. Ich könnte 132. Muss ich echt jetzt einen Charakter immer jetzt hier stehen lassen? Wenn sich um die ganzen Leute kümmern, ich bin da voll nervig. Okay. Einpacken sollen, ja, mit dem hat sie keinen. Okay. Obwohl, bringt ja eigentlich nichts, weil sie hat ja. Soll ich mit ihnen da unten hingehen und damit er sich um das kümmert? Er kommt da gar nicht rechtzeitig hin, ne? Einfach jetzt durch. Ja, dich auch noch. Okay. So. Wir wollen eigentlich noch nach oben hingehen, ne? Und um die Typen kümmern. Aber die bewegen sich alle nicht, ne? Mit etwas sehr skeptisch. Okay, Faktur, wollte schon sagen, wenn das jetzt Falle gewesen wäre, ne? Dann hätte ich einen Anfall bekommen. Bitte nicht hin zurück, bitte nicht hin zurück, bitte nicht hin zurück, bitte nicht hin zurück. Oh Gott. Ahahaha, ihr auch. Cool. Oh mein Gott, das wird unglaublich schnell nervig. Wie viele, da werden hier so viele Leute gleich rauskommen, ne? Wir sind schon 9 Leute. Soll ich denn bitte schön dagegen ankommen? Auch mit diesem Müll. Weil es jetzt nicht so, als würde die Gegner ja voll einfach hier erledigt werden sein, ne? Jetzt kann ich die ja voll easy wegpusten oder so, ne?
So, gleichzeitig muss ich auch irgendwie reingehen. So, und ihr glaubt, ich glaube nur eine Sekunde, dass ihr alle da stehen bleibt und nichts macht und mich einfach euch abschlachten lässt. Glaube ich ja selber nicht, ne? Falle. So, das macht ja Magie-Schaden, ne? Von daher kann ich ja ihn eigentlich da reinpacken. Zu ihm platt machen. Nein. Also konnte sie nicht Geld einsammeln, auch wenn das keine nicht Erfahrungspunkte Typen sind. Ich glaube ja, ne. Ah, komm. Great. Oh, oder der geht auch. Great. Bitte kommt nicht hinzu. Bitte kommt nicht hinzu. Das wäre... Ich will mir gerade echt den Spaß hier. Ruinieren. Diesen ganzen Kapitel. So, ich gehe jetzt da näher ran, ne? Also. Ich nehme jetzt auch total an, dass das okay ist, ne? Ich hier einfach so, weil nicht. Was sind als Axtkämpfer, ne? 132. Ja. Sie hat Tanzen, ich brauche sie. So. Keiner von denen hat Bewegungsreichweite, ne? Er ist aus der Reichweite. Aber wollen wir mal sehen, wie das hier abgeht, ne? Wir werden uns gleich alle im nächsten Zug bewegen, pass auf. Nicht so, dass wir nicht bewegen. Das werde ich um die alle kümmern. Okay, da kommen keine mehr. Gut. Mal die ein bisschen Pause, ja, wenigstens. Also kann mich ein bisschen entspannen, wenn jetzt hier jeden Zug linig welche rausgekommen werden, ne? Damit das Spiel irgendwann ja, weil nicht voll kaputt gehen. Die haben sogar eine Chance zu treffen. Sind 23 und 21, das wird sie töten.
Aber weißt du was? Hier. Versuch mal ihn zu töten, ne? Da will ich mal sehen, wie er das schafft, ne? Da kommt alle mitten aus dem Nichts. Ja, gerne. Versucht es doch mal ruhig. Mal sehen, wie das hier gleich abläuft. Ja, ich warte nur, bis sie sich alle bewegen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt sie alle warten, bis ich die ja abgeschlachtet habe. Wäre viel zu gut. Problem ist, ich muss erstmal die Leute hier erledigen. Was? Oh, das war ja wieder so klar. So, wo ist der Meisterbogen? Ja, warum benutze ich den eigentlich nicht hier? 79%. Ja, nehme ich. Sie kriegt immer mehr Geschwindigkeit, weil die ganzen Leute hier tötet. Das ist sehr geil. Ah, kannst du ihn erledigen. So. Oh, was mit dir? Wie lange ich ihn nach oben einschicken, ne? Er kriegt ja irgendwie nichts an Erfahrungspunkte in letzter Zeit. Magischen 1 KP, die übrig bleiben, ne? Oh, was ist mit dieser Treffsicherheit? Ja, cool. Sie will ich mal auch da oben hinpacken. Sie Geld dadurch? Mein ja, ne? Weiß nicht. Mal wieder der abläuft, ne? Schauen wir die alle so ein bisschen an kratzen hier, ne? Und dann nimmt sich die jemand weg, ne? Wie lange hat hier noch so abläuft. Hey, na, warum kritisch nicht? Ach so, weil ich so eine neue Fähigkeit ausgerüstet hat. Genau. So traurig, ne? Nichts Trauriges als irgendwie gegen jemanden zu kämpfen. Du kriegst keine Erfahrungspunkte. Macht mich fertig. Ich treffe mich mit 29.
Panzerbrecher geben soll oder so, ne? So, ach, die haben die sieht ja auch noch da. Ich habe die irgendwie vollkommen vergessen. Nein, nicht jetzt da auch noch die ganze Zeit. Oh. Ich muss mich erst noch um die kümmern, dann noch um die. Ich kann mich nicht um alle Leute hier gleichzeitig kümmern. Was ist denn einer an? Ich muss nach oben weiterkommen. Ach, die treffen mich so. Macht er noch nicht mal Schaden? Wie soll ich denn jetzt bitte schön die Typen in der Mitte, wenn jetzt die Typen auf den anderen beiden Seiten erledigt kriegen? Ich glaube gar nicht, ob das hier überlebbar ist gerade. Ich meine, die ganzen Wert hier an, ne? Aber ich weiß nicht, ob das überlebbar ist hier gerade, ne? Sieht relativ gefährlich aus, ne? Gott. Aber sie hat ein bisschen mehr. Nee, so viel ist dann auch nicht. Ugh. Da weißt du ganz, worauf ich irgendwie so fokussieren soll, ne? In dem Moment, in dem ich aufhöre, irgendwie mich hier um die zu kümmern, ne, kommen schon wieder hier welche. Und die muss ich mir auch kümmern. Ich kann aber ja nicht nachlassen, ne, weil dann kommen gleich wieder die anderen Typen, ne. Dachte, das zu einfach ist, ne? Warum in der Mitte die tun sich alle nicht bewegen, ne? War ja klar, dass irgendwie so ein Mist kommt. So, alles, was ich hier eigentlich noch machen muss, ist hier besorgen. Ha, natürlich hast du. Wenn sie so ein unschuldiges Mädchen ist, weiß sie aber ganz schön gut, wie man mit so einem Messer umgeht, ne? Ich meine, sie kann ich eigentlich da oben hier platzieren, ne? Wo sie nichts an Schaden macht, nichts. Kann mit ihnen auch nichts machen, ne? Ich will ihn ja mitkämpfen lassen, ne? Für Erfahrungspunkte und so, aber ich kriege hier nirgendwo was hin. Oh, der ist ja gut gerade.
Ja, da hätte ich lieber irgendwie dieses Gimmick mit diesem blöden Laser gehabt, ne? Die ganze Zeit hier kommt, ne, anstatt hier so was. Jetzt ganz ehrlich bin. Wer hat Mikaya? Ich glaube, habe ich schon. Vale hat Mikaya, ne? Ja. So ohne irgendwie nachzudenken gemacht, ne? Da kann mich doppelt durch gerade. Jetzt habe ich auch zu wenig Charakter hierfür. Die Leute muss ich auch noch erledigen, ne? Gedacht, ja, ich dran gedacht. Wenn so viele Sachen nicht schief laufen können, ne? Ich habe ja schon Mist gebaut irgendwie. Ja, nicht, dass ich das hier noch retten kann. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Obwohl. Nee, das funktioniert ja nicht mehr. Der geht jetzt hier irgendwo rein, macht irgendwas. Ne, 35. Nein, okay, doch überleben ja einige. Doch sind ja nur die drei. Also nur. So, ich muss dir mal einen Fernkampfwaffe geben, ne? Tomahawk. Ne. Gehst du jetzt hier in? Dann machst du ihn sogar platt. Ah, wenn du treffen würdest. So, 43. Sind 19. Sie überlebt hat noch, aber sie hat auch Foron ausgerüstet. Also wird sie gedoppelt. Sie ist tot. So, war ein bisschen Verschwendung, ja. Ja, ich glaube nicht, ob mir hat gefällt. Jetzt kommen die alle auf ihn los. Da Dreck. Oh mein Gott. Deswegen war ja der letzte Charakter nicht hier hat. So, John, du musst ja, mach die alle schnell platt. Richtige Information. Solange wir hier ein bisschen vorankommen, ist alles okay. So, da ist jetzt natürlich übelst nervig gemacht, ne? Jetzt kommen die und machen den auch noch. Ah, leben. Also nur 16% Trefferchance. Warum mache ich mir eigentlich so Sorgen? Oh, ist klar. 16%. Mhm.
Jetzt gut, die anderen kann ich kontern. Daneben. Du Wurm. So. Oh Gott. Okay. Gott, ein HP Unterschied. Liberation macht nichts an Schaden. Hey, ja, was geht? Au. Ich bin nicht nur gut mit dem Silberschwert, ja. Kommen so blöde Rückblenden von der Marv Quest. Ist ja genauso ab. Mit blöden Beiwand die ganze Zeit. Nein, 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 das sind zu viele. Das sind einfach zu viele. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich hier gegen all die ankomme. Verlangt das Spiel von mir hier, dass ich hier erstmal mich um... Oh, jetzt hab ich... Ich muss den ja machen, ne? Ah, ihr seid gerade blöde positioniert, ne? Wie ist das eigentlich? Das Spiel kann doch auch ruhig mal ein bisschen halblang machen, ne? Jetzt muss ich ja aus dem Weg gehen, ne? Damit die ja nicht alle getroffen werden. Aber gleichzeitig muss ich mich um die alle auch noch kümmern, ne? Das ist ein bisschen zu viel kümmere. Und währenddessen muss ich auch noch hier durchkommen, ne? Wie soll ich denn das alles an einem Ding machen? Das kann ich nicht alles. So, die muss ich ja alle erledigen, ne? Damit ich zugleich beginnend nicht verrecke, ne? Und das Allermieseste ist, dass ich hier keine Erfahrung drin. Das ist das Allermieseste hier an dieser ganzen Geschichte. Kannst mir nicht sagen, dass diese Gegner, gegen die ich hier kämpfe, optional sein sollen, ne? Dass ich irgendwie bestraft werde, dass ich die fertig mache. Da sind so viele Gegner, ne? Aber auch nicht hier wegbewegen, ne? Okay, warum ist deine Alter. Die Doppelgänger haben nutzen können, ne? Weil die wären sowieso alle weg gewesen mit den einen. Warum sind die alle so schwer zu treffen? Danke.
So, irgendwann wird der Ansturm ja wohl aufhören, oder? Der muss aufhören. Das ist... Geht nicht, Mann. Kannst du von mir nicht verlangen, ey. So, ach, die können mich jetzt auch erreichen. Cool. So viel Schaden. Problem ist, ich kann doch nicht mal irgendwie jetzt mit Kaya alle heilen, ne? Der war übrigens sehr gut. Also sie wird ja jetzt auch getroffen, ne? Weil Bell wird jetzt hier gleich getroffen. Also von dem Ding hier. Ja, spulen wir mal ein bisschen vor. So, also hier kriege ich noch nicht mal heraus. Unterbund weiter da oben. Nee, hier muss ich. So, der Strahler kommt ja am Anfang des Zuges. Das heißt, ich pack jetzt mal dich hier runter. Da muss ich um die Leute mit. Okay. Hey, hey. Okay. Wie viele Erfahrungspunkte? Entschuldige, was? Der Ansturm, der muss aufhören. Eben. Wird das hier nichts. Das sind so viele Sachen, auf die ich mich ja konzentrieren muss. Da kommt dieser blöde Strahl, ne? Da kommt von allen Seiten Gegner, die mir keine Erfahrungspunkte geben. Da ist ein bisschen zu viel Zeugs, um das ich mich ja kümmern muss. Das ist ein bisschen zu viel. Also ganz ehrlich. Wenn zwei von denen mich treffen, ne? Gott, gute aktive Sonne. Gute aktive Sonne. Okay. Jetzt soll die Verstärkung noch näher von mir auftauchen, ne? So, okay, das ist. Okay. Ah, aber in der Mitte kommen keine mehr. Oh. Alter. Den Schaden, ja. Ist Temera hier viel zu weit entfernt. So, 45 Verteidigung. 49. Keiner mit dem Hammer oder irgendwie so was? Nee, cool. Aber alles Assistenten, ja. Also zwei von denen. Boah, eh müsste ich auf der Seite haben, ne? Wegen berittenen Einheit und so. Das
Pass mal auf hier. Nein. Ah, ist er nicht mal getötet. So, ja, ne? Was, wenn er mal gestern halb lang macht und uns in Ruhe lässt? Ah, hat eigentlich nichts gebracht, weil die alle fliegen können, ne? Aber so. Du bist weg. Das ist mal, was mir am wenigsten gefällt am Fire Emblem, wenn die letzten Kapitel einfach so voll durchdrehen, ne, mit ihrer Schwierigkeit. So, ich hole mir mal kurz hier einen Wurfball. Obwohl, ich kann eigentlich den hier ausrüsten. So, jetzt kommt ihr mal auf mich los, ne? Wagt's bloß mal mich anzugreifen mit meiner dicken Axt, mit meiner dicken fetten Axt. Ich hab die dickste Axt hier von allen Leuten. So, so langsam sieht das schon recht chillig hier aus, ne? Kekedis. Währenddessen, John, er macht ja wieder voll lustig weiter. So, sie wird das ja überleben. 40, ja, total. Was seid ihr? Silberaxt, Tomahawk. Hm. Jetzt geht's ja voran, ne? Es war unglaublich langsam, aber John macht die ja ganz langsam fertig. Die bleiben echt da die ganze Zeit stehen. Finde ich sehr gut. Ja. Ja, labst du uns da raus. Ja, entweder schön auf sie oder auf sie. Es geht. Wer weiß, wie lange dieser Ansturm hier noch bleibt. Also der nicht vorhandene Ansturm, wo die Charaktere noch bleiben, wo die Gegner ja mal ausbleiben. Ich kann mich aber auch hier nirgends mehr bewegen. Ne? Damit wir hier noch du. Dich muss ich mal erledigen. Immer mit 4 Reichweite muss ich darum kümmern. Hm, hätte ich ja auch mal einsetzen können hier, ne? Ich kann die meisten Leute gar nicht bewegen, ne? Da werden wir wohl treffen. Okay.
Tatsache, dass ich für all das ja keine Erfahrungspunkte kriege, ne? Das macht mich so fertig gerade. Passt halt einfach nicht. Ich habe mich so gut auf die Dingens hier konzentriert, auf die Diebe, dass ich die irgendwie schön abschlachten kann, ne? Bevor die irgendwie was looten können. Dann kommt so was hier. Wir hätten mit so was hier gerechnet, ey. Wer kriegt einfach von nichts Erfahrungspunkte? Silberaxt Tomahawk. Ich meine, ja, komm. Je näher die eigentlich hier sind, desto besser. So. Ah, gut. Ayo, was geht? Gehen Sie sofort drauf los, ey. Warte mal auf, du. Bringt sowieso nichts. Kommt da sowieso nicht auf mich zu. Ihr Typen. Oh, die damit trifft, ne? Oh. Ich war schockiert, dass ich keinen Axtkämpfer hatte, ne? Der diese Waffe ausrüsten konnte, ne? Deswegen habe ich sie noch hier so auf der Bank gepackt. So, falls ich 14 Charaktere brauche, ne? Boom. Sie. S-Rang, Axt, Rutscheron, Saphir, die wären eigentlich auch gut. Aber ich brauche noch jemanden tankigen hier, der viel aushält. Außerdem mache ich mal den. Darauf kommt es doch am meisten an, ne? Wen ich mag und wen nicht, ne? Dr. Dreck. Nein! Nein! Das ist zu viel! Einzug, Pause, direkt schon wieder den nächsten. Nein, das könnt ihr nicht machen. Das ist eindeutig zu viel. Man muss doch auch mal ein bisschen aufhören hier. Ich will mich gleichzeitig um die alle kümmern und danach da oben weitermachen. Also wird das ja gleich ablaufen, ne? Jetzt habe ich mich ja schon wieder ja schön entspannt, ne? Und ist ja nicht so, als wäre diese Situation ja voll einfach, ne? Level 17. Er hätte mir wesentlich Erfahrungspunkte geben können. Das hat, was ich am allermiesesten gerade finde, ne? Das ist so eine Unverschämtheit. Ich meine, wenn meine Charakterwesen stärker werden, ne, damit ich die vielleicht einfacher erledigt krieg, ne? Da hast du gerade echt nicht gekrittet. Ey, was ist eigentlich jetzt gerade los, ne? Ich finde diese ganze Geschichte ist ja gerade schon ein bisschen zu schwer, ne? Du musst jetzt nicht auch noch hier, boah, ja, auch nicht gekrittet, ey. Was soll ich denn hier machen? Hier benutzt, jetzt habe ich schon
kommt überall die Angriffe. Ja, wenn es ja wenigstens irgendwie so einen Ort geben würde, den ich hier nur ablocken müsste, ne? Ich könnte hier drei Leute, ich müsste ja drei Leute packen, die sich um das hier alles kümmern, ne? 2, 3, das ist so viel. Jetzt alles hier abblockiert, ne? Ist das die Strategie, solche einfach nur irgendwie, weil nicht so Leute hinpacken, die halt alles tanken können? Ist das die Strategie? Da kann er sich bewegen. 3. Ihn hier hin. Oh, die Binding Blade. Mir noch nie so wäre gewünscht, dass der Boss sich irgendwie auf mich zubewegt. Jetzt kommt dann auch noch. Also ja, das Einzige, was ich jetzt hier machen könnte, ist irgendwie so eine Wand aufbauen. Ne? Das Einzige, was mir jetzt hier so einfallen würde, wie ich das hier machen soll. Auf welchen Seite habe ich das so ungefähr geschafft? Ne? Ich bin schon in Spuckreichweite von ihm. Der sitzt immer noch Faktor ein. Goldener Lotus. Ein Schaden. Binding Blade. Sehr gut. Jetzt aktiviert der Sonne, wo er fast voll ab hier hat, man. Nein, das ist so viel, Mann. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Das ist so viel.